wenn man durch Eichstätt läuft, fallen einem früher oder später verschiedene Pflanzenbilder auf, die über den ganzen Stadtraum hinweg erblühen, kann man sagen. Sie sind auf Postkarten, Taschen oder Notizblöcken zu finden und käuflich zu erwerben. Alle diese Blumen stammen aus dem Buch, das Hortus Aestetensis heißt, dem Eichstätter Garten. Dieses Buch wurde von einem Eichstätter Bischof in Auftrag gegeben um 1600 und darin sind alle Blumen, die dieser Bischof in seinem berühmten Garten auf der Burg hatte, zu finden und noch viele mehr, darunter auch ein Bild von einer riesigen Sonnenblume, die allerdings die Sonnenblume nicht eins zu eins abbildet, wie wir sie in der Natur sehen können, sondern wenn wir genauer hinsehen, finden wir dort in der Mitte nicht die berühmten Sonnenblumenkerne, sondern noch viele kleine weitere Blumen. Es stellt sich also die Frage, ob der Künstler, der diesen Kupferstich angefertigt hat, überhaupt jemals eine Sonnenblume gesehen hat oder ob er sie nur vom Hörensagen kannte oder von Weitem gesehen hat und dann in seiner Fantasie hier kleine Blumen ergänzt hat. Alle diese Fragen, wie Künstler mit Natur umgehen und wie Künstler mit Blumen umgehen, werden wir im Wintersemester in einem Seminar, in unserem Seminar beleuchten. Ganz am Ende des Seminars werden wir dann noch eine Ausstellung in der Münchner Kunsthalle besuchen, in dem sich alles um Kunst und Kultur der Blume drehen wird. Mein Name ist Pia Rudolf und ich hoffe, Sie im Wintersemester für ein Thema begeistern zu können, das mich schon seit meiner Doktorarbeit begleitet.